Einen wunderschönen, da bin ich mal wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Diesmal Wissen ist Macht, Dekaden. Ich hatte ja bis jetzt eigentlich fast jedes Playlink-Spiel angespielt. Da bin ich jetzt auch sehr, 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 sehr heiß drauf. Weil ich liebe die Playlink-Spiele, die sind einfach geil. Ich muss mir gerade nur noch die App öffnen. Diese Ticket-Dings habe ich auch noch von Playlink. Das spiele ich nachher auch noch an. So. Erste Schritte. Also das seht ihr jetzt nicht, das sehe ich nur auf der App. So, zulassen. Und suche nach PS4-System. Er hat ein PS4-System gefunden. So, ich nenne mich wie immer. Jetzt kann ich hier auswählen. Das seht ihr leider auch nicht. Wer ich sein möchte, sind eigentlich die gleichen wie beim ersten Mal, glaube ich. Die Popcorn-Tüte. Ich nehme mal den Astronauten oder was das sein soll. So. Warte auf andere Spieler. Es gibt keine anderen Spieler. So. Achso, es geht nur mit einem, mit mehreren. Schnelles Spiel. Gut, also werden wir mal schnell noch. Wo haben wir denn dann? Wissen ist Wissen, das macht Dekaden installieren. Sind nur 71,19 MB, das haben wir gleich unten. Ich habe gedacht, man kann echt alleine auch spielen. So, wird installiert. Öffnen. Gott sei Dank habe ich mehrere Handys. So. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay. Zulassen. Spielen. Suche nach PlayStation-System. Da haben wir mich gefunden. Odin 2. So. Da will ich jetzt die Popcorn-Tüte haben. Starten. So. Beide haben gestartet. Ich bin Max. Und dies ist die bunte Mischung aus Know-how, Nostalgie und Schabernack namens Wissen ist Macht. Die
Dekaden. Bin mal echt gespannt, was sie daraus jetzt gezaubert haben. Es wird Zeit für die wackeren Weiber. Das erste Wissen, das macht, war schon cool. Aber leider sehr kurz immer und... Sie kostet jede Gelegenheit voll aus. Unser Popcorn Girl. Hoppala, Popcorn Girl. Ach so, ein Girl war das. Na gut. Sah eben ganz anders aus auf dem Bildschirm vom Handy. Sah nicht aus wie Mädel. Willkommen zu den Türen der Wahl. Wählt eine um eure Reise durch die Jahrzehnte. So, ich habe jetzt mit einem 90er, mit dem anderen 2010er genommen. Es gibt hier nur eine logische Lösung. Den Zufallsgenerator. Das wäre geklärt. Los geht's. Power Quiz. Starten wir mit der ersten Frage in dieses Kopf-an-Kopf-Rennen. Welcher literarischen Strömung wurde Benjamin von Stuttgart-Barre in den 90ern zugerechnet? Das ich doch nicht! Kann beraten. Pop-Literatur. Welches Gebiet aus den 90ern lacht euch am meisten an? TV, TV. Na, das macht es uns allen natürlich leichter, oder? Zeit für eure ersten Superaktionen. Entscheidet euch. Ich nehme das, das. Das wird sicher toll. Hier ist eure Frage. Wie heißt die kleine Hexe, die in den 90ern auch im Fernsehen ihr Unwesen trieb? Bibi Blocksberg. Ach, Teil, jetzt sehe ich bei mir gar nicht. Aber ich glaube, das. Ah, hier. Sieht gut aus. Zwei kleine Wunder. Also bei meinem einen Handy habe ich es richtig gesehen, beim anderen Handy waren die Buchstaben alle tanzend. Nur die Anfangsbuchstaben waren. Relativ richtig. Welche Tür ruft am lautesten? Öffne mich. Ich bekomme die Shows und Sitcoms. Mal gucken. Hier ist es wohl das Beste, zufällig zu wählen. Wunderbar gewählt. Okay, ihr beiden. So, Buchstabensalat soll der abkriegen diesmal und ich mach das. Was habt ihr gewählt? Buchstabensalat. Disco Inferno. Fragezeit. Wer ist Jerrys bester Freund in der 90er Sitcom Seinfeld? Ah, Kramer. Ach, scheiße, sehe ich nicht. Boah, fuck. Hier stehen die richtigen Namen. Ich weiß nicht den richtigen Namen. Eine geteilte Meinung. Liegt jemand richtig? Oh, so ein Pech. Ah, George. Das war der dickkleine Dicke. Nicht Kramer. Kramer war ja nur der Nachbar. Ach, Mensch. Ich glaube, wir brauchen eine Kettenreaktion. Bildet die Antwort, indem ihr die Wörter miteinander verbindet. Mhm.
Verbinde die Songtitel in der richtigen Reihenfolge. Ach du Scheiße. Macht euch bereit, Freunde. Es geht los. Ich hab keine Ahnung. So, geht auch außen rum. Das war's. Die Zeit ist vorbei. Wenn er diese Glückssträhne mal nicht berechnet hat, unser Technikmeister. Ach, das Technikmeister. Beim ersten Mal. Bei der ersten Zeit war. Beim ersten Mal war es. Duell. Was, Astronaut? Für unser Technikgenie ist die Rechnung voll aufgegangen. Herzlichen Glückwunsch, Strahlemann. An unseren Gewinner geht eine heiß begehrte Rolle des Wissens, die eine unserer Lieblingsweisheiten bewahrt. Ob du daraus ein Geheimnis machst oder sie deinem Gegner enthüllst, bleibt dir überlassen. Viel Spaß! Und das war's. Darum gespielt habt. Mögen die Brunnen eures Wissens niemals versiegen. Ciao, ihr zwei. Ach so, die Sänger von der Band Bub haben eigenes Bier mit dem Namen Hops. Das war jetzt ein schnelles Spiel. Ja, der geht doch auch noch an anderes. Aber jetzt will ich. Hier will ich trotzdem der sein. Spielmodus. Standard. Nehmen wir mal einen Standard hier, eigentlich nicht so schnell Ding. Und so. Spielen, zurückhalten und auf geht's. Hallo und willkommen zurück bei Wissen ist Macht. Ja! Schauen wir mal nach, wer gleich fragend dreinblickt. Ihr trefft keinen brillanteren Teilnehmer als diesen. Unser Computergenie. Er frittiert, was das Zeug hält. Unser Fastfood-Freund. Wünscht unseren mutigen Teilnehmern Glück, denn gleich erwartet sie die Pyramide des Wissens. Nee, Mosi, bleib mal da. Papa braucht hier den Platz für die Handys. Ja. Nachher kannst du wieder kuscheln kommen. Wir nehmen mal 2010er oder 2000er. Mal gucken. Ich finde es nur fair, die Entscheidung dem Zufall zu überlassen. Boah, 2000er. Shit. Großartige Entscheidung. Das sind ältere Sachen. Okay, Duellgegner, macht euch bereit für die erste Frage.
Seit wann sind große FSK-Logos auf den Vorderseiten von DVD und... Ach du Scheiße. Oh, seit wann sind die Pflicht? Welcher Aspekt der 2000er verlangt danach genauer untersucht zu werden? TV. Ich will gucken, was da im TV jetzt noch los, was da kommt. Ah. Kann ich mal noch die durchtesten, was hier noch so kommt? Was habt ihr getan? Der Gedankenzug fährt in die Fragenstation ein. In welcher Stadt wurde die Krimiserie K11 Kommissare im Einsatz ab 2013 gedreht? München? Also das war Cobra 11 war in Köln, oder? Naja, wenn man so einen Scheiß nicht guckt. Doku-Soaps. Ich will entweder Comedy oder Doku-Soaps. Sitcoms hätten wir auch nehmen können. Vorzügliche Wahl. Nur keine Scheu, ihr beiden wisst genau, was ihr zu tun habt. Wählt eure Superaktionen. Lasst mal sehen. Konzentration, ihr beiden, strengt euch an. Ich finde es gut, dass die Fragen vorgelesen werden. Boah, die fette Vera entwehen, die dumme Kuh. Oh, ich sehe gar nichts. Die sucht doch wieder neue Leute zum Verarschen. Die hat doch ihre... In ihren Shows, die Leute hoch, nur verarscht, die dumme Fotze. Und weil das alles nicht mehr zieht, sucht sie jetzt über Instagram neue Leute, die in ihren komischen Shows mitmachen und sich verarschen lassen. Und die Leute sind so bescheuert und lassen da auch so. Ach, ja. Stellt unter Beweis, wer von euch am besten im Eliminieren ist. Okay. Aussortieren. Findet einfach heraus, welche der drei Antworten nicht zum Rest passt und tippt sie an. Okay, machen wir. Eliminiere die TV-Serie, die nicht aus den 2000ern stammt. Alle bereit? Jo. Okay. Miami Vice, American Dad. Stranger Things kam erst später. Magnum. Breaking Bad kam. Cheers war früher. OC California, 30 Rock, Vikings kam später. Prinz von Bel Air. Sehe ich auf jeden Blick. Friends kam davor. Smallville kam. The Office. Akte X war in den 90er. Buffy im Bann der Dämonen. Das war auch älter. Also da habe ich jetzt auf dem Handy so Lutscher gesehen, wo der drauf stand. Laut schwebt im Hörer.
So. Ihr weitermachen oder in ein anderes Jahrzehnt wechseln. Ihr habt die Wahl. Ich würde gerne mal 2010er machen. Beide entscheiden sich dafür. Nun gut. Punkteparty, also reißt euch gefälligst zusammen. Welcher Popstar gab 2017 im Kriegsdrama Dunkirk sein Kinodebüt? Popstar in Dunkirk. Ich hab Dunkirk noch nicht gesehen. Das habe ich die ganze Zeit vorher gehabt, ey. War jetzt, da war ich nicht hundertprozentig sicher. Okay, Leute. Popkultur. Der 2010er weckt euer Interesse. TV. Auf jeden Fall TV. Achso, nee, ich hätte auch zwischen TV und Filme. Hauptsache keine Musik, Musik ist scheiße. Das sehe ich nicht durch. Eine super Aktion wäre ein wirklich Buchstabensalat. Und ich kriege einen Buggy. Unheimlich. Millennium Bug. Der Technologie erschuf Charlie Brooker im Jahr 2011. Zukunft der Technologie. Zwei kluge, ein Gedanke. Black Mirror. Das ist geile Serie. Hiervon wollt ihr am allermeisten. Was ist ein Streaming und ich mach mal zwischen Reality und TV und Streaming. Ist es wohl das Beste, zufällig zu wählen. Alles klar, los geht's. Welche dieser Superaktionen würde ich vermeiden? Leute, diese Frage ist sehr viele Punkte wert. Welche 2000er Reality-TV-Serie zeigt das glamouröse Leben von Brandy Glanville und Yolanda Hadid? Wir sind blind. Wer sind denn die? Ich mache jetzt einfach mal das und das. Ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue rein. Höchstens eine Person wird sich über die Lösung freuen. Einer von euch lag richtig. Glückwunsch an diese scharfsinnige Person. Das ist eine Punkteparty, also verdoppeln wir das Ganze. Hey. Ändern wird. Inwiefern? Willkommen
Standby, dreh dich zum Sieg. Eine runde Sache. Dreht das Rad, um die richtige Antwort zu finden und tippt sie dann an. Okay. Wissenswertes über TV-Sendungen den passenden Antworten zu. Alles klar, lasst uns durchdrehen. Okay. Sat.1. Kurt Felix. ZDF. Hans Meiser. ProSieben. Hans Rosenthal. Glücksrad. Das war's. Schon fertig? Unser Lithium-Ionen-Mann gewinnt diese Herausforderung. Das war ein bisschen blöd aufgebaut jetzt. Also, wohin verschlägt es sich auf eurem letzten Ritt durch die Jahrzehnte? Nochmal 2010. Da sind wohl beide hinter demselben her, Ich will gucken, was noch kommt. Okay, der kriegt Schleimbombe. 50-50. Okay, ihr beiden. Was habt ihr getan? Glibber. 50-50. Und hier kommt die Frage. Wo wurde der Singer-Songwriter Ed Sheeran, der mit Shape of You einen Hit landete, geboren? Ach Mensch, letztens habe ich mit Frauchen noch eine Doku drüber geguckt. Wo bin ich denn? Ich glaube, Norwegen war's. Ihr seid beide Einzelgänger. Räumt jemand die Punkte ab? Ach doch, England. Eine stabile 50%ige Erfolgsrate. Na, guck mal, du. Oh, TV. TV, auf jeden Fall TV. Gucken, was da Schöne kommt. Welcher Bereich des modernen Lebens darf es sein? Wer braucht schon einen Zufallsgenerator, wenn sich alle einig sind? Richtig. Nach dieser Superaktion kommt nur noch eine. Lasst euch krachen. Disco! Zeit zu feiern! Diese Frage ist einen großen Batzen wert, also gebt alles! In welcher 2010er Sci-Fi-Serie gehören Menschen entweder zu den Terranern oder den Gürtlern? Alles klar! Oh, ich sehe das bei dem. So, dann. Auf Netflix geguckt. Was haltet ihr von einer Verdopplung anlässlich unserer Punkteparty? Welche Tür sieht am einladendsten aus? Streaming finde ich gut. Ich mach mal Streaming. Mal gucken, was bei Streaming versteckt ist. Oder schrecklich. Zeit für euren Geniestreich. Das ist eure letzte Superaktion. Also,
euch entschieden. Wie ist das? Frage, bitte. Jeder Episodentitel der Webserie Der Lack ist ab ist ein... Ach du Scheiße. Weiß es nicht. So trennen sich die Wege. Na doch, Hashtag. Die Punkte spazieren nur in eine Tasche. Gratulation. Das war jetzt erraten. Aber die Webserie kenne ich nicht. Finale. Punkt der Pyramide! Bevor es losgeht, wandeln wir die Punkte von euch beiden in Startpositionen um. Sein technologischer Vorteil hat ihn in Führung gebracht, aber reicht das für den Sieg? Im Finale sind die Superaktionen etwas anders als sonst. Jede Stufe hat ihre spezielle Superaktion. Genau, was jeweils vorhanden ist. Auf die Plätze. Fertig. Los. Was haben Corallines neue Eltern anstatt Augen im Animationsfilm von 2009? Ach. Und nochmal. Die Höhe des Sprungs hängt vom Tempo eurer Antworten ab. Kommt die Frage. Welches Land regierte Michail Gorbatschow in den 80ern? Oh, Russland. UdSSR. Unser Technokrat ist nur noch einen Hauch vom Sieg entfernt. Wer kann ihn stoppen? Das ist die entscheidende Frage. Welcher Titel war Beyoncés erster Nummer 1-Hit als Solokünstlerin? Ach du heilige Scheiße, nicht dein Ernst. Wie soll ich denn das wissen? Wer ist Beyoncé? Trophäe. Noch ist es nicht zu spät. Aller guten Dinge sind vier. Das könnte die letzte Chance sein. Und hier ist sie. Die alles entscheidende Frage. Wo fanden die Dreharbeiten zu Fünf Freunde 3 statt? Scheiße. Verkörperung von Quizperfektion. Unser Gewinner. Herzlichen Glückwunsch, Technikmeister. An unseren Gewinner geht eine heißbegehrte eine unserer Lieblingsweisheiten bewahrt. Ob du daraus ein Geheimnis machst oder sie deinen Gegner enthüllst, bleibt dir überlassen. Viel Spaß. Und das war's. Vielen Dank, dass ihr mit so viel Begeisterung gespielt habt.
mögen die Brunnen eures Wissens niemals versiegen. Ciao, ihr zwei. Achso, die Pilotfolge von Lost war die teuerste Pilotfolge aller Zeiten von irgendwelchen Serien mit 12 Millionen. Stand da irgendwas. So, dann würde ich jetzt hier auch abbrechen. Wie gesagt, ich habe keine Kamera drin, ich werde hier nichts schneiden, ich werde nichts rendern, ich werde nichts bearbeiten, nichts reines Gameplay-Material lade ich euch hoch, damit ihr so einen Einblick habt, wie die Grafik in Wirklichkeit aussieht, weil beim Streamen oder beim normalen Aufnehmen hier immer ein bisschen was verloren geht, wenn man es rendert oder Intro oder was weiß ich davor macht. Das ist jetzt reine Gameplay-Material in normal 4K, aber HDR wird nicht unterstützt, also HDR ist aus. So, dann würde ich mich jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen wert, Träumchen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.